papierlose Verwaltung. Noch lange nicht umgesetzt, aber interessant, eine gute Vision. E-Partizipation. Wichtiger Punkt, um die Bürger mitzunehmen. Gläserner Bürger. Das ist natürlich ganz schlecht und bei allem, was digital ist, werden so viele Daten gesammelt, dass man unheimlich aufpassen muss, da nicht hinzukommen. Handel mit Bürgeramtsterminen als Geschäftsmodell. Ja, wenn der Markt so ist, dass er einem die Chance bietet, dann ist es eher ein Problem des Anbieters. Wenn es zu wenig Termine gibt, dann ergeben sich Knappheitsphänomene, wie im Sozialismus üblich, auch bei Bürgeramtsterminen. Die Politik sollte zur Reform der Berliner Verwaltung beitragen durch? Dadurch, dass sie Strukturreform macht und die Verwaltungsprozesse optimiert, bevor digitalisiert wird. Wenn ich einen Wunsch frei hätte für Berlin 2030, die Verwaltung der Zukunft, dann wäre es? Eine funktionierende, transparente, digitale Verwaltung. Das größte Hindernis ist, dass es derzeit kein klares Projektmanagement gibt. Das sieht man ja auch beim BER. Und das muss auf jeden Fall aus dem Weg geräumt werden durch wirklich professionelle Planung und professionelles Projektmanagement. Das Positive ist, dass wir in Berlin ganz viele Ansätze haben. Heute haben wir einen gesehen beim ISBJ, aus dem stückweise Bausteine entstehen, aus denen man diese IT-Landschaft zusammenbauen kann. Da tut sich was in einzelnen Ecken und das ist das wirklich Positive.